herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2015. Nein, Leute, ihr habt euch nicht verdrückt. Das ist hier wirklich euer Truck Simulator 2. Ich wollte euch einfach mal nur verarschen. Schönes Bild von einem Mähdrescher. Oh, hier geht gerade die Post ab. Schön. Wie ihr seht, ich bin immer noch im Pink und mein Freund Platt Dragon ist auch noch auf dem Server. Ja, der Klaue bin ich da. Hallihallo, Hallöchen. Ich bin mal nicht alleine unterwegs, wie in den letzten zweimal, glaube ich. Ja, genau. Letzten zehnmal der Woche unterwegs. Grüß dich, Starbin. Jo, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ja, schön, dass man nicht mehr alleine fahre erstmal. Na, es ist halt bitte zeitpässig ein bisschen auch eng und naja, passt schon, kriegen wir alles hin. Wie gesagt, es rennt auch eh nichts weg. Und bevor ich es vergesse, Starming, meinen Leuten habe ich letzten zwei Folgen mal gesagt, ich möchte dir mal zeigen, was ich denn gerne von LKW haben möchte. Und da hat mir der letzte Tommy natürlich einen Kommentar unter mein letztes Video geschrieben. Und zwar gibt es bei About den LKW-Browser und dort gibt es dann halt den, LKW-Auswahl und es soll dann dieser Scania Streamliner werden mit einigen Raffinessen natürlich dazu und ja, also es wird zumindest ziemlich teuer werden, bevor ich mir meine Lackierung drauf haue und wie ihr seht, ist schon einiges. Jo, und so wie ich weiß, Starving, der freut sich ja schon, oder hat sich ja gefreut, dass endlich Mercedes im ETS2 mit dabei ist. Hab ich eigentlich total vergessen, die letzten Folgen, siehst du? Tja, siehst du mal, wenn keiner von uns mitfährt, vergisst du die ganzen Spielereien. Ja, ja, genau so ist das. Ja, in der letzten Folge habe ich zumindest den guten alten Let's Player, der Uwe100, gegrüßt. Den grüße ich hiermit auch nochmal herzlichst. Und könnt ihr gerne, wie gesagt, bei ihm vorbeischauen. Er fährt wirklich super top ETS2 Folgen, also er macht wirklich super Videos und ist seit nach längerer Pause eigentlich wieder da. Könnt ihr gerne vorbeigucken, er kann euch verdammt viel erklären, gerade bei ETS und LKW. Ja, sehr zu empfehlen, nochmal so nebenbei. Wollte ich gerade sagen, hattest du nicht gesagt, dass er aufgehört hatte? Ja, er hatte aufgehört. Er hatte aus technischen Gründen aufgehört und aus privaten Gründen. Also, er hat einen LKW-Führerschein gemacht, soviel ich weiß, und er hat die Schulung und so weiter, hat einen ganz schön auf Trab gehalten, deswegen keine Zeit mehr groß gehabt. Und sein Rechner hat auch einen Geist abgegeben, also in der Hinsicht ging ihm gar nichts mehr und jetzt hat er vor kurzem das wieder zeittechnisch gefunden und hat seine Hardware sozusagen etwas erneuert wie Festplatte und Co. Und macht jetzt wieder fleißig ETS-Folgen, also er haut ganz schöne Folgen raus, muss ich sagen. Also es sind pro Tag mindestens 2 bis 3 Folgen. Das ist voll der Hammer. Er spielt aber Singleplayer, kein Multiplayer. Schade. Naja, macht er nichts. Was nicht ist, kann er vielleicht noch werden. Und er spielt mit verdammt vielen Mods und durch seine LKW-Ausbildung kann er verdammt viel, weil er auch sehr an LKW interessiert ist, verdammt viel zu jedem LKW was sagen. Und zu jeder Einstellung und was das alles so bedeutet. Also wenn du Fragen hast, Starbing, kannst du gerne an ihn wenden. Er kann dir bestimmt verdammt viel beantworten. Zumindest ja, LKW-technisch. Ja. Gut, nichtsdestotrotz, ich bin immer noch in Hamburg und ich fahre jetzt, wie ihr schon seht, fahre ich jetzt nach Helsingborg, weil ich möchte hier gerne nach Skandinavien hoch, denn hier oben habe ich einiges nicht erkunden können. Und der Starving, wo steckst du denn überhaupt? Ja, ich fahre jetzt von... ja, gute Frage, von wo fahre ich jetzt? Dann eben nicht. Danke, dass du mich reinlässt. Ich hätte dir zwar Vorsprung rausfahren lassen. Okay. Genau, habe ich da keine Hube drauf? Hä? So, ich fahr schon mal los. Ich habe überhaupt keine Hörner drauf, keine Fanfaren. Ah, böse. So. Bei mir sind es 508 Kilometer. Jo, also ich fahre jetzt von Linköping nach Karlskrona. Also Starving ist schon oben in Skandinavien. Wer hupt denn hier? Also ich nicht. Und jetzt war es schon wieder dunkel. Boah. So. Ich fahre meine Fracht für 9000 Euro Einnahme. Also wie ihr wisst, ich bin ja
ganz stark am Sparen, Sparen, Sparen. Für LKW-Teile, um endlich oben aufrüsten zu können. Und ja, mal schauen, wann denn unser Tommy wieder dabei ist, ein Attacker. Und das wird nämlich verdammt lustig werden. Sollte man Gang einlegen. Mann, Mann, Mann. So, und Starwing, du hast mir letztens erzählt, dass es jetzt auf den ETS-Servern einen sogenannten Tag gibt, dass man sozusagen Tags sozusagen vergeben kann. Ja. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das mache ich dann mal nach der Folge, also hinten dran, wenn ich abgeliefert habe, werde ich dies dann mal ausprobieren. Dann kannst du mich ja bestimmt ein bisschen irgendwie navigieren, oder? Ja, klar. Das ist kein Ding. Mann, Mann, Mann. Aber, mein lieber Starling, wie geht's denn dir überhaupt? Ja, momentan eigentlich recht gut, also körperlich gesehen. Das ist doch schön. Bei euch auch so eine riesengroße Hitze, hier so mit was mit von an die 30 Grad zur Zeit noch. Also aktuell haben wir hier in meinem Ort 32 Grad. Jetzt noch. Alter Schwede. Ne, bei uns sind noch ungefähr 33, 34 Grad. Das schwankt immer mal ein bisschen da, wo gerade das Thermometer steht. Es steht sozusagen in Richtung Süden. Süden, ja. Süden müsste stehen. Ja. Und da scheint noch ein bisschen Sonne drauf. Zur Zeit, ne? Ne, die ist schon immer gegangen. Und, ja. Aber wie gesagt, am Wochenende, das kommende Wochenende, also wenn ihr die Folge seht, ist das Wochenende schon vorbei. Dann dürfte es nicht mehr ganz so warm sein. Dort ist zumindest, oder war das letzte Wochenende, kann man bei euch halt eigentlich sagen, so 36 Grad sollen werden, ne? Also, boah, das ist der Hammer. Das ist wirklich voll der Hammer. Ja, was macht man an solchen Tagen? Baden gehen? Fragt sich dann nur wohin, weil da wird ziemlich viel überfüllt sein. Was man empfehlen kann, ist Eis essen gehen. Ja, zum Beispiel. Ja. Oder zu Hause auf Balkon, schönen Sonnenschirm aufspannen oder im Garten, je nachdem. Und eine Schüssel Wasser nehmen und dort die Füße reinnehmen. Das geht auch. Auch eine Möglichkeit. So, ach Starwing, deiner Kinder unter meinem Kommentar von einem von den letzten Videos, wo ich mal alleine gemacht hatte, hatte ich ja mal, also mal so mit dazu gesagt, als schönes Gesprächsthema war mal so Camping. Und meine Frau und ich möchten ja dann nächstes Jahr gerne campen gehen, sofern es uns denn möglich ist. Und da wollte ich dich mal fragen, was hältst du eigentlich von Campen? Eigentlich eine richtig coole Sache. Weil A, freie Natur, allein schon für, wenn man ein Kind dabei hat, fürs Kind ist es vielleicht jetzt noch aufregend, aber im späteren Zeitraum, wenn es älter wird, kennen wir ja, campen muss das schon wieder sein. Ja, man sollte das mit Campen nicht so übertreiben, also wenn die Kinder dementsprechend älter sind, in der Pubertätsphase, also. Das wollen wir alle mal. Ja. Wiederum sage ich campen gerne. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, gerne. Mache ich ziemlich oft gern mit. No, das ist schön. Ja, sonst so Campingplätze. Kennst du denn ungefähr so, sagen wir mal, falsch hören und sagen, oder Verwandtschaft oder so, oder vielleicht doch mal so ein bisschen erkundigt, so die. Ich würde sagen, Campingplätze, wo man dann so campen gehen könnte, was so eventuell empfehlenswert wäre, oder ja, machen wir mal das, ne? So empfehlenswert. Leider nicht, nein. Leider nicht. Aber was müsste denn alles, außer zwischen Zelt und Luftmatratze und Isomatte und ein Schlafsack, denn noch alles so zu einem Camping eigentlich alles dazugehören? Also, wenn wir die Möglichkeit hatten, eine Feuerstelle zu machen, natürlich Materialien, um Feuer überhaupt machen zu können. Wie Grillanzünder oder so. Oder zumindest ist eine alte Zeitung, die du dann zum Anzünden machen kannst. Wenn du Holz holen kannst, ist gut. Wenn nicht, müsstest du eventuell Holz mitbringen. Sollte die Möglichkeit nicht existieren, Feuer zu machen, solltest du eventuell einen Campingkocher mitnehmen.
Stimmt, den Campingkocher habe ich total vergessen. Nur tüftigerweise Batterien und Strom, ja klar. Für die Taschenlampe. Immer Ersatzbatterien dabei haben. Wer weiß, könnte ja irgendwas sein, dass in die Batterie leer ist. Handys und so zu Hause lassen, außer du nimmst ein ganz altes Handy mit, wenn irgendwas ist, dass du dann einen Notruf raussenden kannst. So Smartphones, die ich echt nicht mitnehmen zum Camping, da es schon öfters passiert ist, dass Leute in die Zelte eingebrochen sind und haben dementsprechend das Zeug dann geklaut. Also meine Empfehlung, nicht mitnehmen. Höchstens ein ganz altes Wegwerfhandy besorgen und dort dann, falls es notwendig ist, einen Notruf dann drüber absenden zu können. Das stimmt, ist auch eine gute Idee. Was? Sollte man sich mal merken. Noch. Natürlich gucken, dass man ausreichend Frischwasser hat. Nun? Entsprechende Wettersachen, würde ich schon sagen, wie Regenklamotten und so. Oh ja, du hast recht, die vorne steht, fährst du eher mit einem. Entschuldigung, ganz kurze Unterbrechung, ich ist gerade eher mit so einem Tex beigefahren. Die sind farbig, die Tex, oder? Ja. Aha, ich habe nämlich gerade irgendwie stehen, stand nämlich grün YouTube drüber. Aber nicht schlecht. Jo, wetterfeste Kleidung natürlich, ne? Wandersachen natürlich, ne? Noch eher mit so einem Tag dran. Wir wandern zumindest Wanderschuhe, sollte man wenden. Man geht ja meistens beim Campen auch mal schön spazieren. Ne? Das ist ja auch mal nicht so, so, dass da immer so gerade Ebene ist und naja, also im Wald generell oder auf den Campingplätzen. Wenn man außerhalb geht, ist ja meistens auch so schöne Spaziergänge, also schöne Wege. So. Sollte man schon ein paar wetterbedingte Sachen sollte man auch dabei haben. Viel Wechselklamotten sollte man dabei haben. Was noch? Genau, Handwaschpaste zum Beispiel. Zumindest so für Klamottenwaschen, so für schnelle Wäschen. Zum Beispiel, wenn man den Campingurlaub etwas ausdehnen möchte. Genau. So, was noch so? Plan? Von Fall der Fälle ist das Zelt wird umdicht. Ja, das sollte man natürlich vor Antritt eines Campingurlaubs natürlich überprüft haben. Ja, es kann doch vorneweg alles gut und schön sein, aber während des Campingurlaubs kann es dann schon mal passieren, dass dann ist. Oh oh. Gerade wenn Kinder so an die den Zeltwänden von innen natürlich schon rumspielen, ne? So wie Schwitzwasser und so. Ja, stimmt. Sag mal. Haben die alle Langeweile? Wieso stehen denn die hier alle am Rande hier? Nicht pennen, können doch später machen. Ich denke mal, die basteln sich gerade einen Konvoi zusammen. Oh nee, bitte nicht. Also es sind jetzt nicht so viele oder so, ne? Also. Aber immer mal so einzelne, die gerade so mal rumstehen. Ja, was denn noch? Ja, wenn man schon im Sommer geht, auch viel Sonnencreme mit nicht vergessen. Die sollte man, also mindestens Sonnencreme sollte man mithaben. Unbedingt. Pflaster sollte man mithaben, unbedingt. Eine Zeckenzange zum Beispiel sollte man auch mit haben. Was denn noch so? Naja, Besteck ist klar, wenn man was essen möchte, sollte man auch das mit haben, sonst geht man zum nächsten Chinesen und klaut sich die Stäbchen. Das geht auch. Unit Free, Vaudi C, was? Wrecking Company. Genau. Na ja gut, schauen wir mal, was denn da so aus der ganzen Camping-Sache denn draus wird. Denn meine Frau und ich haben ja nicht nur Camping mit dem Zelt geplant, sondern dann auch später dann mit so einem, wenn es schon passt, mit so einem Camping-Anhänger. Ne? Also gegen Camping-Karawan, so, nee, wollen wir nicht. Aber so ein Camping-Anhänger wäre schon mal ein Reiz wert. Hier steht noch einer. Sag mal, habt ihr alle Langeweile oder was? Mann, sind die alle auf dem Klo gegangen oder wie? Gibt's irgendwo Raststätten, da könnt ihr euch hinstellen. Ah.
So, den wollen wir mal reinlassen. Wie weit hast du es noch bis Helsingborg? Och, 323 Kilometer. Also wenn du noch fahren kannst, dann fahren die Strecke natürlich noch weiter, ne? Also. Ah, shit. Muss schon runter, ne? Kurze Gedanken nicht. So, ich mach wieder rüber. Ah, perfekt. So, die sollte man ein bisschen abbremsen. Mit 40, also mit 60 Sachen sollte man nicht unbedingt. Alter Schwede. Komm, zieh. Oh, 37 km/h hier hoch. Mann. Ach, hier vorne sieht so nach Regen aus, in der Postmahlzeit. So, muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt auf die linke Spur? Ja, ich muss Richtung Rost. Na, warte mal. Hä? Ach nee. Lass mich raten, Starling. Du hast dir bestimmt einen Kredit genommen, um dir den LKW leisten zu können. Nein, noch nicht mal. Ich habe eigentlich meinen alten verkauft. Oder es haben eine Zahlung gegeben. Und hatte dann noch, noch ein bisschen Geld. Also ich hatte recht gut vorgesorgt gehabt. Nicht schlecht. Hast du denn überhaupt noch einen Kredit, oder? Ja, garantiert. Ich habe jetzt aber nicht geguckt, wie viel. Mann. So, sag mal, habt ihr denn eigentlich letztens schon wieder mal so Punkte vergeben, oder noch nicht mal? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß gar nicht, welches Level ich jetzt bin. Ich müsste, glaube ich, kurz vor Level 11 sein. Oder war schon der kurze Level 12? Keine Ahnung. Werd schon nachher sehen. So, also ich würde jetzt gerne in diesem LKW drinnen sitzen, weil dort sind nämlich 20 Grad drinnen. Perfekt. Ich glaube eher, das ist die Außentemperatur. Auch nicht schlecht. Und diejenigen, die sich denken, ach klar, ich spiele jetzt auch mal ETS 2 Multiplayer, könnt ihr gerne machen. Also ihr seid alle herzlich willkommen. Und die haben jetzt die Server-Slots-Anzahl, also die Slot-Anzahl haben sie jetzt erhöht, damit die nicht mehr so viele Server am Laufen haben, denke ich mal. Nö, ich denke mal, die wollten, weil die Map ja doch relativ groß geworden ist, endlich mal, dass mehr Leute da drauf sind. Die haben wahrscheinlich gemerkt, dass es ein bisschen karg ist, wenn nur ein paar drauf fahren lassen. 2300 war es, glaube ich, zuletzt die Einstellung. Jetzt 3500. Genau. Und das ist schon eine gewaltige Steigerung. Also, wenn das ausgenutzt wird, klar, supi. Na, ich denke mal schon. Also 2300 waren noch ratzifatzi voll. Und da hast du ja noch verteilt auf dem zweiten Server meistens noch knapp 1000 Leute in der Art gehabt. Und auf dem dritten Server, den sie auch noch hatten, da waren auch noch gute 600 Leute gewesen. Zum Schluss, wo ich mal selber drauf war, also da hat sich schon ein bisschen was getan. So, hier geht's doch nur links rum. So, ich bin gleich an der Fähre. Ja, dann machst du gleich unten in Trillenburg halt. Denke ich mal. Ja, ich komme über Rostock hinten auf die Fähre, komme ich drauf. Dann kommst du unten in Trelleburg raus. Dann hast du es eigentlich auch nicht mehr weit, weil die Fähre darüber nimmt eigentlich einen größten Teil der Kilometer weg. Ich glaube, so 120 Kilometer weniger hast du dann. Ja, das ist trotzdem noch 140 Kilometer. Dann wärst du über Rostock gefahren, hättest du länger gebraucht. Über Kiel. Wenn du den Landstreifen genommen hättest, statt den Seeweg. Haben die? Hä? Haben die? Achso, den kenne ich ja noch gar nicht hier, diesen Fährenabfahrt hier. Also hier ist nämlich die Straße ohne Markierung. Interessant. Wusste ich gar nicht. Also diese Fährenabfahrt, oh Gott. Fährenabfahrt kenne ich noch gar nicht.
So, und zwar will ich nach Bellburg. 6. Oh, schon drüben. So, erster Aufenthalt in Trellburg, ohne schlecht. Wir warten das ja links fahren oder müsste ich ja rechts fahren? Nein, 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 das ist ganz normal rechts. Du bist nicht in England. In England bin ich ja auch schon rechts gefahren. Ja, man ist es gewöhnt, wenn man mit einer Fähre gefahren ist, dass man dann eigentlich dann links fährt, aber jetzt ist es nicht mehr so. Das stimmt. Sag mal, was hältst denn du eigentlich von der aktuellen Griechenland-Sache? Es ist nervig, aber irgendwo, ich meine, ich finde es ein bisschen, ja, manche Sachen finde ich unfair, manche Sachen, hallo! Darfst nicht so ausholen, du Trottel! Manche Sachen findest du unfair. Mhm. Das ist sehr interessant, ja, ich finde eigentlich die Griechen unfair uns gegenüber. Grund dafür ist, mit, aber. Die haben ihren ganzen Mist verbockt, ja, dann geben wir denen das Geld, dann hört man von denen nur Geschimpfe, unsere Bundeskanzlerin wird verunstaltet und hier und da und das sollten Leute in Ordnung finden? Ne, finde ich ernsthaft nicht. Naja, ich meine, ich spreche jetzt auch nicht gerade für die Griechen, ne, aber nicht zu, also nicht zu 100%, aber ich finde, das Land hat eigentlich schon Schuldenprobleme, ne, in der Hinsicht. Das war schon immer so gewesen. Und also Geldprobleme hatten schon immer. Aber gut, das ist die Griechen, ihre Mentalität eben, und das ist eben damals so gemacht worden in vielen Jahren, dass die eben halt auch noch halt Geld kriegen, auch wenn der Angehörige schon gestorben ist, denn seine Rente halt schon vererbt wurde sozusagen an den nächsten Angehörigen. Also mit Geld hatten die alle nie richtig Probleme gehabt, ne? Sagen wir mal so. Also mindestens die Griechen selber. Aber das ist eigentlich nicht so den Griechen ihre Schuld, dass die eigentlich, sagen wir es so, den Griechen selber nicht ihre Schuld, dass die so in den Mist geraten sind. Es war eigentlich schon immer so gewesen, dass die Regierung eigentlich nie gesagt hatte, hier müssen wir mal langsam Handbremse ziehen und da müssen wir mal was tun, sondern die haben sich immer so leiten lassen und da sind irgendwie in Euro-Schirm noch reingekommen sind, bei Euro noch, der Euro ja so ist, dass da jedem geholfen werden muss. Und typisch, muss ich dazu ehrlich sagen, ne? Typisch Deutschland, immer die Ersten sind, die sagen, ja, hier komm, wir geben was. Also Deutschland ist nicht unschuldig, die sind immer die Ersten, die sagen, hier bei uns gibt's was, aber für die eigenen Leute im Lande, ja, für die eigenen Leute im eigenen Land, im eigenen Deutschland, sozusagen, ich will mal nicht sagen hundertprozentig, aber sagen wir mal zu 80%, kein Cent investieren und den Leuten immer mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, nur damit die sowas bezahlen können. Weiß ich nicht, also man sollte zumindest manche Milliarden, hätte man schon mal überlegen können, sollte man im eigenen Land mehr investieren in bessere Sachen. Ja. Und nicht einfach zum Fenster rausschmeißen. Es gibt genug andere Länder, also auch die zur den Euro angehören, aber die haben auch mit gespendet, so ist es nicht. Das ist eben rübergekommen, es wurde nur Deutschland spenden, das stimmt nicht. Es haben auch andere Länder gespendet, aber generell, wenn schon sowas ist, dann kann zumindest nicht nur die Euro-Länder, sondern auch generell ganze Welt mal in Verantwortung gezogen werden und sagen, hier, erste Mal so als weltliche Gemeinschaft können wir doch mal zusammen spenden oder mindestens denen das Geld geben und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Also ich denke mal, wäre den Griechen mehr geholfen gewesen, die wettern eben drum, weil es immer nur hieß, Deutschland ist es, das stimmt aber nicht. Aber wir hätten, wie gesagt, auch mal mehr Geld ins eigene Land investieren müssen, dann hätten wir Deutschen würden auch nicht so meckern, wenn wir anderen helfen. Weil das ist eben das, wo die Deutschen viel meckern, die ja, weil halt viel für andere gemacht wird, aber fürs eigene Land eben nicht. Ich meine jetzt nicht sagen, dass du meckerst oder so, aber ich meine jetzt nur, Griechen sind zum Teil dran schuld und wir sind halt zum Teil dran schuld, dass man eben dann das Geld auch so gegeben hat, einfach so. Es war mit Auflagen, aber die wurden generell immer gesagt, ja, die waren erfüllt, aber wurden bis heute nicht erfüllt. So. Jo.
Ja, wie gesagt, ich finde alles mehr unfair, genauso wie jetzt die Sache ist mit das Griechenland sozusagen. Erst hieß es hier, boah, wir stimmen nicht dafür, die Griechen stimmen nicht dafür, weil die wollen aus der ganzen Eurozone raus und bla. Und ich wusste es ganz genau, dass das alles anders kommen wird. Und weil es immer so ist, dass dann irgendwer einlenkt und irgendwie wird es dann wieder so gedreht, als würden dann, wie gesagt, als werden wir jemand dazu gedrängt oder keine Ahnung. Es wird immer irgendwie anders ausgelegt, immer Auslegungssache. Und die Medien verraten ja nicht alles. Die drehen ja gerne mal Wörter im Mund rum. Nur damit sie eine geile Story haben. Und, ja, wie gesagt, es ist für mich klar gewesen, dass Griechenland sagt, wir wollen die Hilfe doch und dass sie dann sozusagen die Hilfe dann sozusagen nochmal neu beantragen und die Schulden, die die gemacht haben, die wirst du in 20 Jahren noch nicht wiedersehen. Das wirst du auch nicht wiedersehen. Die wirst du nie wiedersehen, das Geld. Nie. Niemals. Weil Griechenland, denke mal, nicht so, sich aufrabbeln könnte, finde ich. Wenn, dann müsste es eine Weltinflation geben, wo dann wirklich die ganzen Währungen und Gelder komplett nochmal neu vergeben werden und dann sozusagen wie von Null angefangen, dann nochmal alles neu gemacht wird. Da müsste es auch eine Weltinflation geben und die wird es niemals geben. Vielleicht nicht schon in unserem Leben, aber ich denke mal, die wird es nie geben. Ja, so viel dazu. Mal nebenbei. So, Starving, hast du denn sonst irgendwelche Anliegen? Wie läuft denn eigentlich dein Trackmania-Projekt? Ich weiß, dass es zurzeit nicht so bombig läuft, aus einigen Gründen. Trackmania-mäßig Aufnahme ist gestorben. Oh, okay. Grund ist einfach, geringe Teilnehmerzahl. Dann haben sie sich damit nicht klargefunden, dass die Autos, gleich sein sollten, natürlich andere Lackierung, aber derselbe Autotyp. Das ist auf Gegenwehr gestoßen und ja. Ist schade, ich fahre zwar noch ein Trackmania mit ein paar Leuten, die gerne da mitfahren. Jetzt am Samstag ist ja wieder ein Trackmania-Rennen. Mhm. Das stimmt. Ja. Ein paar haben schon abgesagt, ein paar haben zugesagt. Es von 9 Fahrern sind meistens im Schnitt 4 bis 5 da. Bin mal gespannt, wie es dieses Mal wird. Ich bezweifle es, dass wir dieses Mal an die 5 kommen, weil ein Stammfahrer, der eigentlich immer Zeit hat, auch schon abgesagt hat. Und ja, einfach abwarten. Ja, abwarten. Wie gesagt, na gut, wenn es mit der Videoaufnahme eben nicht klappt, vielleicht irgendwann später mal, je nachdem. Also es gibt immer, denke ich mal, Möglichkeiten, sowas neu aufzuziehen oder mit anderen zusammen. Bei mir hat es auch mit ETS sozusagen eine ganze Weile gedauert. Und jetzt fahre ich mit euch zusammen und mache Videos. Ja, also. Sag mal, wer hat denn diese enge Einfahrt hier erfunden? Den müsstest du doch erschlagen. Ja, frag doch mal die. Ach, hier kommt mir gerade eine ganze Konvoi-Gruppe entgegen. Das ist nicht denn ihr Ernst. Wie weit hast du? Also du bist schon in Helsingborg, hä? Ja, ja, ich bin schon da. Ich muss erstmal versuchen, diesen Hänger hier bei... Oh Gott, wo bin ich denn überhaupt? Keine Ahnung, irgend so eine Food-Gesellschaft hier. Kleinerweise. No Food? Oh, keine Ahnung, das ist eine total enge Einfahrt, ey. Total ein Schuss hier. Da muss ich auch hin. Ich bin ja auch gerade auf dem Weg nach Helsingborg. Ich habe noch 104 Kilometer vor mir. Also in plus minus 10 Minuten bin ich da. Ja, nur Food, genau. Ja.
Lass ich ein bisschen brauchen, weil ich habe mich gerade ein bisschen verschätzt hier. Komm aber auch nicht rum hier. Ist aber verdammt hundeeng. Also müsste ich jetzt in der Garage einparken, mehr Schätze drin. Steht nämlich genau vorher noch. Oh nee. So, im Übrigen habe ich vor kurzem gelesen, ja, dass ETS 2, also CSC, der Hersteller ja von denen, ein Patch rausbringt. Und zwar der 1.19er. In dem Patch enthalten sind zwei neue Städte für Going East. Und zwar, um genau zu sein, Ungarn bekommt zwei neue Städte dazu. Nice. Das wird bald, also wenn sie so weitermachen, haben sie bald die ganze Welt drin. Na ja gut, jetzt fehlt eigentlich nur noch Spanien und Portugal. Dann wären wir so eigentlich in der Eurogruppe fast drin. Also, Uwe 100, wenn du das siehst, du wirst dir bestimmt gerade die Zehennägel raufen, wie ich einparke. Weil er selber fährt nämlich mit dem mit Lenkrad, dem G27 von Logitech. Da muss ich zwar auch erstmal so ein bisschen einfahren. Habe ich schon gesehen. Aber ich stehe noch nicht perfekt drin hier. Jetzt habe ich es langsam geschafft, Starving. Ich habe es langsam geschafft. Ja, die weiße Linie. Alter Schwede. Also nur Food ist schon eine Sache für sich. So, Leerlauf rein, Handbremse angezogen und T drücken. So, was sind wir denn überhaupt? Gibt 485 LP-Punkte. Genau, ich bin Level 11 und ungefähr so 300, also 240 Punkte vor Level 12. So, haben wir abgegeben. Sehr nice. Das war eine Tautur für sich, ja. Alter Schwede. Hallo? Hallo. Ich hätte gern, ey, Mister, ich hätte gern 3 Burger und 5 Cola bitte mitnehmen. Hallo. Nicht so rumlümmeln hier. Ey, nimm mal den Wagen, der neben dir steht und geh mal rein hier. Ich komme hier nicht raus hier. Mein LKW, lass dich nicht alleine. Ey, Mister. Ach, die Wachmänner sind unten, das hatten wir waren. So, was hätten wir denn hier zumindest bei? Ach du Gott. Nach Malmö. Nee, das brauchen wir nicht nach Malmö. Nicht in Malmö. Irgendwie Malmö, wie mein Müll. So. Darwin ist halt ziemlich still. Ich bin ziemlich konzentriert, sagen wir mal so. Können Sie ihn trahieren, Hechen? Oder so ähnlich wie das hier ist. Dum, 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 dum. BHV. Klingt wie eine Versicherung. So, machen wir mal hier lang. Die Straße sind wir noch gar nicht gefahren. So. Immer schön. Und jetzt kriegen wir Richtung. Ich fahre Richtung Werkstatt. Boah, Werkstatt. Quatsch. Werkstatt. Was ist denn hier Werkstatt? Richtung. Na hier, wisst schon, Reparatur-Dings da, Bums da hier. Da ist doch Werkstatt. Roten Schlüssel. So. Wartung. Haben wir denn eine Wartung? Ja, 510 Euro, die können wir mal machen.
Ausrüstung. Komm mal, aua. Erst ab Level 12 ist ein neuer Motor verfügbar. Den haben wir schon drin. Ab Level 12 haben wir auch einen neuen Aufbau oben. 45.000. Oh, mit Liftachsen, ne? Liftachsen. 6x2 Tracklift, 6x2x4. Hm. Ja, ab Level 12 haben wir auch dort dann die neue, was Neues verfügbar. Lenkrad lassen wir auf der Seite. Und natürlich die Lackierung. Lackierung. Hier, Leute, Lackierung. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Da. Hier, die soll drauf. Genau die hier. Ach, die kostet 50 Riesen. Obwohl es auch noch andere schöne Fantasy-Sachen gibt, ja? Ja. Mann, Mann. Coole Sachen dabei, ja. Ja, ich habe circa noch 100.000 Kredit offen. 100.000 Euro. Geht dann noch. Ja. Ah, so, ab zur Werkstatt. So, und wo kann man denn sein Tech nehmen, dazu schreiben? Das kannst du, wenn du dich angemeldet hast, bevor du, also bevor du dich anmeldest in dem Spiel, ist oben auf der linken Seite ein kleines Zahnrad. Und da, wenn du da reindrückst, das erkläre ich dir aber gleich später, kann man da seinen Tag farbig, also seinen Player-Tag, dann farbig einfärben oder auch dazusetzen. Das klingt gut. An die Platz-Fracken-Zuschauer, ihr werdet jetzt gleich sehen, dass ich bei mir schon das gemacht habe und habe dementsprechend auch schon, die Farben, also ja, den Player Tag in Farbgestaltung drin. Das klingt gut. Oh, gelb. Ja, das, wir waren uns noch nicht einig, welche Farbe wir dafür nehmen. Es soll sich ja abheben und, ja, und da die Lackierung so auch so gelblich ein bisschen gehalten ist. Klingt das doch schon mal nicht schlecht. Oh. 1803. Ach ja. Das hab ich ja total vergessen. Starving sein LKW ist ja BING! Ja. Guckt euch das an. Eine pinke Nudel. Jut, das war die zweite Tour als Pink. Jetzt fehlen nur noch drei. Das stimmt. So. Ich will hoffen, dass es jetzt nicht abgestürzt ist bei mir. Ich wollte gerade mal ein Foto machen. Scheint mir auch bald so. Es hat abgestürzt. Also diejenigen, die bei Starving noch hören sollten, ja, kann passieren. Und wenn diejenigen noch, mich noch hören sollten, sehen es nur Standbild, noch nicht schlecht. Naja, egal. Das stürzt komischerweise allerdings bei mir immer ab. Warum nicht auch nie? Das passt schon. Aber irgendwie, das kommt auch nicht mehr zurück. Egal, lass mal das so. Halt so. Gut, ist eben halt so. Wenn diejenigen, ja, lasst dann mal sehen, wie es geworden ist. Sonst über Starving-Seite sag ich schon mal allen schöne Grüße von mir. Auch allen Zuschauern und allen Starving-Fans, Zuschauern und generell allen ETS-Zuschauern, sagen wir ja so. Und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn Starving wieder mit seinem Mercedes mit dabei ist. Und ja, danke noch. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Jo, genau. Und ich grüße noch unsere Spontan-Zuschauer, unsere Abonnenten und natürlich unsere Community.
In dem Sinn sage ich, ciao, euer Starwing.